Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen vom Deutschen Filmmuseum, Deutschen Filminstitut, möchte ich Sie sehr herzlich zu unserer heutigen Abendveranstaltung hier im Deutschen Filmmuseum begrüßen. Es ist unser dritter Filmabend in der Reihe Die Großschlachten des Ersten Weltkrieges. Mein Name ist Steffen Bründel, ich leite das Forschungszentrum Historische Geisteswissenschaften der Goethe-Universität und gemeinsam mit dem Deutschen Filmmuseum haben wir diese Reihe konzipiert. Das Jahr 1916 ist das Jahr der großen fürchterlichen Schlachten, die auch die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg bis heute prägen. Und das hatte uns veranlasst, gewissermaßen in diesem Gedenkjahr auch einige ausgewählte Filme zu zeigen. Denn nicht alle Schlachten sind gleichermaßen im kollektiven Gedächtnis der Deutschen verankert. Der letzte Film war die Schlacht an der Somme und die Skagerrak-Schlacht kennt man so vom Namen her, aber ich glaube, so viele Details durften nicht bekannt sein. Im Dezember endet die Filmreihe dann mit dem Alpenkrieg und auch dazu sind Sie jetzt schon einmal herzlich eingeladen. Der heutige Hauptfilm wird begleitet durch Uwe Oberg, unseren Pianisten, den ich ebenfalls sehr herzlich begrüße. Er stammt aus Offenbach und hat sich mit 7 Jahren das Klavierspielen selbst beigebracht. Er hat 2007 den Hessischen Jazzpreis bekommen und er hat schon sehr häufig Filme, Stummfilme musikalisch begleitet. Unsere Reihe ist dadurch gekennzeichnet, dass es zunächst eine allgemein historische Einführung geben wird. Die wird Herr Nowak Ihnen gleich präsentieren. Dann zeigen wir einen kurzen Film, eine Art Propagandafilm aus der Zeit. Und dann wird es eine filmhistorische Einführung geben, eine kurze zu dem Film, den wir heute Abend zeigen. Kai Nowak ist bei uns. Er ist, hat neueste Geschichte studiert und schon in seiner Magisterarbeit sich mit der Filmpropaganda der KPD und ihren Nebenorganisationen in der Weimarer Republik befasst. Er unterrichtet an der Justus-Liebig-Universität in Gießen, wo er auch promoviert wurde. Und seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem eben auch Film- und Mediengeschichte. Eine Publikationsauswahl unterstreicht das. Filmskandale haben es ihm offenbar angetan. Es gibt mehrere Publikationen zu Filmskandalen in der Weimarer Republik, aber auch zu Filmzensur in der Weimarer Republik. Und insofern freue ich mich, dass wir heute einen Experten zu Film, aber eben auch zur Zeitgeschichte hier bei uns begrüßen. Und ich übergebe ihm das Wort. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Steffen Bründel, für die Einführung. Vielen Dank auch für die Einladung hierher. Über Film werde ich jetzt weniger sprechen. Das wird mein Kollege Philipp Stassny gleich übernehmen vor dem Hauptfilm. Es wird tatsächlich jetzt um eine allgemein historische Einführung gehen. Und zwar in der Erinnerung an den Ersten Weltkrieg, das hat Herr Bründel ja auch schon angedeutet, dominiert der Stellungskrieg an der Westfront und stehen Bilder von schlammigen Schützengräben, von dem zerfurchten Niemandsland und von überfüllten Lazaretten vor Augen. Von schwerer Artillerie, von Flammenwerfern, Stahlhelmen, Gasmasken und so weiter. Andere Schauplätze des Krieges wie die Ostfront oder auch Südtirol sind in der Erinnerungskultur kaum präsent. Der Seekrieg, um den es ja heute hier gehen wird, ebenfalls nicht. Dabei war die Skagerrak-Schlacht, die im Mittelpunkt des heute gezeigten Films steht, Entschuldigung. Die größte Seeschlacht des Ersten Weltkriegs. In der gesamtgesellschaftlichen Erinnerung an den Ersten Weltkrieg in der Bundesrepublik spielt sie jedoch bis heute kaum eine Rolle. Die Marine feierte noch bis 1998 den Skagerrak-Tag, allerdings weitgehend unbehelligt von öffentlichem Interesse. Dabei wurde im 19. und frühen 20. Jahrhundert der Marine nach wie vor eine traditionell enorme Bedeutung beigemessen. Sie war Symbol für die Stärke der Nation, für technologische Überlegenheit und für den Status als Weltmacht. Nicht zuletzt diente sie zur Sicherung des Handels in und mit der Welt und war zum Unterhalt von Kolonialreichen eine unabdingbare Voraussetzung.
Das Wissen um die großen Seeschlachten der Geschichte war Allgemeingut historischer Bildung, von der Schlacht von Salamis 480 vor Christus über die Niederlage der spanischen Armada gegen England 1588 bis zur Schlacht von Trafalgar 1805. Sie markieren jeweils wichtige welthistorische Wendepunkte, zumindest jedenfalls im Denken der berühmten großen Männer, die meinten, die Geschichte zu machen. Daher war Flottenbau scheinbar unmittelbar mit Nationswerdung verbunden, zumal, wenn man wie das Deutsche Reich den Anspruch auf Weltgeltung hatte. Politisch und symbolisch war die Marine auch für den Ersten Weltkrieg von großem Gewicht. Das deutsch-britische Flottenwettrüsten Anfang des 20. Jahrhunderts gilt als einer der Faktoren, die den Ausbruch des Ersten Weltkriegs begünstigten. Und auch das Kriegsende ist mit der Marine verknüpft. Als Anfang November 1918 die deutsche Niederlage war daher schon unausweichlich, die vor Wilhelmshaven liegende Hochseeflotte zu einem militärisch sinnlosen Entscheidungsschlacht gegen die Briten auslaufen sollte, verweigerten sich die Matrosen dem Befehl. In Kiel schlossen sich die Arbeiter an, es kam zu einem allgemeinen Aufstand, der den Schlusspunkt sowohl des Ersten Weltkriegs als auch der Monarchie in Deutschland setzte. Die militärische Bedeutung der Marine für den Ersten Weltkrieg war hingegen vergleichsweise gering. Dies zeigt wie unter einem Brennglas die Seeschlacht am Skagerrak. The Battle of Jutland, so die englische Bezeichnung, fand am 31. Mai und dem 1. Juni 1916 in der Nordsee statt, und zwar im Seegebiet zwischen dem dänischen Jütland und der Südküste Norwegens und Schwedens. An das Skagerrak südöstlich anschließend befindet sich der Kattegat, der Durchgang zur Ostsee. Zeitlich eingerahmt waren die Geschehnisse im Skagerrak von den zwei markantesten und bis heute in Erinnerung an den Ersten Weltkrieg präsentesten Schlachten. Am 21. Februar 1916 hatte die Schlacht von Verdun begonnen, die bis Dezember 1916 dauerte und etwa eine halbe Million Opfer forderte. Am 1. Juli, also genau einen Monat nach den Gefechten im Skagerrak, begannen die britisch-französischen Angriffe an der Somme. Diese Schlacht war mit 1,1 Millionen Opfer etwa die verlustreichste des Ersten Weltkriegs. Eine Seeschlacht war dagegen eine vergleichsweise saubere Sache. Anders als an Land waren in der Regel keine Zivilisten betroffen, man kämpfte unter seinesgleichen. Auch von den Zahlen her mutet die Skagerrak-Schlacht vergleichsweise harmlos an. Sie dauerte nicht einmal zwei Tage, während sich Verdun über 10 Monate hinzog und an der Somme 5 Monate lang gekämpft wurde. Insgesamt waren im Skagerrak 6.094 Tote auf englischer und 2.551 Tote auf deutscher Seite zu beklagen. Hinzu kamen 674 sowie 507 Verwundete. Was Seeschlachten für die Besatzung so fatal machten, war, dass es anders als im Schützengraben auf dem Meer keinerlei Schutz gab. Die Schiffe waren dem gegnerischen Feuer ausgeliefert. Je nach Bewaffnung des Gegners und der eigenen Panzerung konnte jeder Treffer fatal sein. Die Schiffe sanken mitunter binnen Minuten, es gab dann kaum Überlebende. Die britische Royal Navy in der Skagerrak-Schlacht verlor insgesamt 14 Schiffe, die kaiserliche Marine 11. In der Bilanz 115.000 Tonnen zu 61.000 Tonnen. Auf dem Papier, also den Zahlen nach, konnten sich die Deutschen also zu Recht zum Sieger erklären, was den Erfolg ihrer Taktik angeht auch. Allerdings änderte die Skagerrak-Schlacht an der strategischen Konstellation in der Nordsee nichts. Die britische Seeblockade blieb bestehen und auf lange Sicht führte der folgende unbeschränkte U-Boot-Krieg der Deutschen zum Kriegseintritt der USA und besiegelte damit die deutsche Niederlage. Fraglich ist jedoch, ob das wiederum rechtfertigt, von einem englischen Sieg zu sprechen, denn die vormalige Weltmachtstellung war mit dem Auftritt der USA auf der Weltbühne, wenn nicht dahin, dann zumindest doch arg angekratzt. Die Konfrontation des Deutschen Reiches mit Großbritannien als der Seemacht schlechthin hatte um 1900 etwa begonnen und ist eng mit der Person Großadmirals Alfred von Tirpitz verbunden, der seit 1897 im Reichsmarineamt am Aufbau einer deutschen Hochseeflotte arbeitete. Sie sollte als Garant für eine deutsche Weltgeltung fungieren und war insofern eher ein politisches Mittel als ein militärisches. Auch deshalb setzte Tirpitz vor allem auf große repräsentative Schlachtschiffe. Er entwarf die sogenannte Risikotheorie, wonach die Reichsmarine mindestens so stark werden muss, dass es zu einem existenziellen Risiko wird, die deutsche Flotte anzugreifen. Und dies war eindeutig gegen England gerichtet und zielte darauf, ohne einen tatsächlichen Krieg einen Platz am Tisch der Weltmächte zu erlangen. In England hingegen galt die Doktrin des Two-Power Standard, und das bedeutet, die Royal Navy sollte so stark sein wie die zwei nächststärksten Flotten zusammen.
was mit Blick auf Frankreich und Russland bedacht war, geriet durch die deutschen Aufrüstungsinitiativen ins Wanken. Die Briten mussten also nachziehen. 1905 entwickelten sie die Dreadnought-Klasse, große Kriegsschiffe mit starker Panzerung und schwerer Artillerie, die weite Entfernungen überbrücken konnte. Die Dreadnoughts entwerteten mit einem Schlag alle älteren Linienschiffe, zuvor das Rückgrat einer jeden Kriegsmarine. Als das Deutsche Reich 1908 beschloss, in den folgenden 2 Jahren 4 Dreadnoughts bauen zu lassen, setzte 1909 in der britischen Öffentlichkeit der sogenannte Naval Scare ein. Eine öffentliche Panik, weil man eine Unterlegenheit der britischen Marine und eine deutsche Invasion fürchtete. Den Briten erschien eine Bedrohung durch das Deutsche Reich real, sodass sie ihre Schiffe aus anderen Weltregionen abzogen und in der Nordsee massierten. Die Gefahr eines Seekriegs war damit gestiegen. Ein intensivierter Flottenbau aus machtpolitischen Überlegungen heraus war also hochgradig ambivalent. Einerseits sollten Risiken minimiert werden, andererseits provozierte man sie damit erst. Dabei galt es aus deutscher Sicht, einen Seekrieg gegen England zu vermeiden, ließ sich das Wettrüsten doch keinesfalls gewinnen. Dafür war das Bautempo zu gering und die Kosten zu hoch. Für die Briten gab es durch eine Seeschlacht mit der kaiserlichen Marine ebenfalls wenig zu gewinnen und viel zu verlieren. Denn nichts weniger als ihren Status als größte Seemacht. Und der war essentiell wegen der Insellage und für das Empire sowieso. Im Ersten Weltkrieg verlagerte sich die Royal Navy deshalb auf eine Fernblockade. Die Kontrolle der Zugänge zur Nordsee genügte, um den Aktionsradius der kaiserlichen Marine effektiv zu beschneiden und Handelswege nach Deutschland zu unterbinden. Die Grand Fleet blieb im Hafen als sogenannte Fleet in Being. Die Deutschen hätten demzufolge in den Ärmelkanal vordringen müssen oder in den Bereich zwischen Schottland und Norwegen, um überhaupt etwas zu bewirken. Hier lagen die Vorteile jedoch auf britischer Seite. Ein Durchbruchversuch wäre zu gefährlich gewesen. Auch Versuche in den ersten Kriegsmonaten, die Navy mit Angriffen auf britische Küstenstädte herauszulocken, schlugen fehl. Nachdem einige kleinere Gefechte zu Ungunsten der Deutschen ausgegangen waren, agierte auch die kaiserliche Marine defensiver. Die große Entscheidungsschlacht, die durfte in dieser konkreten historischen Situation einfach nicht stattfinden. Für beide Seiten war ein Aufeinandertreffen der Flotten ein großes Risiko und für die Briten fast noch mehr als für die Deutschen. Andererseits, die Seeschlacht musste stattfinden. Eine Fleet in Being allein genügte dem Selbstbild der Marine nicht und schon gar nicht den mit ihr verbundenen nationalen Ansprüchen. Die exorbitanten Investitionen in die Flotten mussten gerechtfertigt, die technische und taktische Überlegenheit vor aller Welt demonstriert werden. Es ging auf See eben nicht allein um militärische Strategie, es ging um politische Kalküle und nicht zuletzt um die nationale Ehre. So war es am 31. Mai 1916 ein Zufall, der dieses Dilemma beendete und die Seeschlacht herbeiführte. Als sie ausrückte, ging die deutsche Marine davon aus, auf Handelsschiffe und die begleitenden britischen Einheiten zu treffen. Diese hätten leicht aufgebracht werden können. Doch da die Briten den deutschen Funkcode dechiffriert hatten, waren sie einigermaßen im Bilde. Nur die Stärke, mit der die Deutschen vorrückten, blieb eine unbekannte Variable. Um bei einer Konfrontation auf jeden Fall die Übermacht zu stellen, lief die gesamte Grand Fleet aus. Die Deutschen erwarteten jedoch nur Aufklärungsgeschwader. Beide dieser Aufklärungsgeschwader trafen dann am Nachmittag des 31. Mai aufeinander, beide Seiten unklar über die tatsächliche Stärke der anderen. Mit einem Wendemanöver zog der deutsche Verband die Briten dann in Richtung der kaiserlichen Hochseeflotte. Als diese in Sicht kam und 2 britische Schiffe versenkt hatte, drehte sich das Spiel um und das deutsche Aufklärungsgeschwader folgte nun seinerseits den umkehrenden Briten in Richtung Grand Fleet, machte dann allerdings rechtzeitig Kehrt und auch diesmal hatten sie nicht die gesamte Schlachtflotte gesehen. Zur Zeit des Ersten Weltkriegs existierte noch keine Radartechnik, umso wichtiger war die optische Aufklärung mit Flugzeugen, Luftschiffen, U-Booten oder eben die Funküberwachung. Beide Hauptflotten fuhren nun, also aber ohne genaue Kenntnis voneinander, aufeinander zu. Es kam zu mehreren Gefechten, wobei eine Reihe britischer Schiffe und auch die deutsche Wiesbaden, auf der der berühmte Schriftsteller Gorch Fock diente, versenkt wurden. Der deutsche Verband geriet in eine gefährliche taktische Lage. Mit riskantem, aber geglücktem Manöver gelang eine Kehrtwende und ein neuerlicher deutscher Angriff, unter anderem mit Torpedobooten. Die britische Flotte drehte ihrerseits nun ab. In der einbrechenden Nacht war es dann wegen der Sichtverhältnisse an geordnete Gefechte kaum zu denken. Und in dieser Situation gelang es dann den Deutschen der Durchbruch durch die britischen Linien und die Rückkehr nach Wilhelmshaven. Jedoch nicht ohne noch weitere Nachgefechte und weitere Verluste auf beiden Seiten.
was de facto ein Patt war, weil sich die Kräfteverhältnisse zur See nicht nennenswert verschoben hatten und die Seeblockade nach wie vor Bestand hatte, wurde sowohl von britischer als auch von deutscher Seite als grandioser Sieg gefeiert. Die Deutschen bejubelten die Skagerrak-Schlacht als taktische Meisterleistung und triumphalen Sieg über den stolzen Trafalgar-Mythos der Engländer. Die Admiräle wurden als Helden ausgegeben, umso mehr strahlten, als die Marine nach der Skagerrak-Schlacht zur weitgehenden Untätigkeit gezwungen war und sich kaum noch auszeichnen konnte. Zumal es eben nicht mehr zu einer Entscheidungsschlacht kam. In der Weimarer Republik nahm der Skagerrak-Tag eine wichtige Rolle in der Kriegserinnerung der nationalistischen Rechten ein, unterstützt durch weit zirkulierte Memoirenliteratur. In Großbritannien changierte die Erinnerung zwischen einer überschwänglichen Propaganda und der Enttäuschung bei den Protagonisten in der Navy über den Ausgang der Schlacht und einer skeptischen öffentlichen Meinung. Die Admiralität konnte nicht verbergen, dass bei der einst so stolzen Navy etwas im Argen lag. Von Führungsschwäche und strategischen Fehlern war die Rede, und hinzu kam ein langjähriger Streit über die Veröffentlichung des Harper Record 1919 in Auftrag gegeben, um die Umstände der Schlacht aufzuklären. Nach zahlreichen Versuchen der Einflussnahme auf den Text wurde er erst 1927 veröffentlicht, und zuvor, 1925, war das Buch The Jutland Scandal erschienen. Die öffentliche Erinnerung hingegen stellte unter anderem mit Ordensverleihungen und dergleichen die Helden der Schlacht im Skagerrak hervor, und auch im 1920 eröffneten Imperial War Museum enthielt die einzige große Seeschlacht des Ersten Weltkriegs ihren Platz. Zu filmischen Erinnerungen an den Seekrieg und die Schlacht am Skagerrak hingegen werden wir gleich noch mehr erfahren. Dann danke ich jetzt erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf den Vorfilm. Ja, mein Name ist Felix Schürmann, ich darf Sie auch nochmal begrüßen und an mir ist es nun, Ihnen Philipp Stiassny vorzustellen, der für uns die filmhistorische Einführung in den gleichfolgenden Hauptfilm übernimmt. Vorher darf ich vielleicht noch kurz erwähnen, dass wir den Film hier eben einmal gezeigt haben, um zu illustrieren, wie das zeitgenössische Filmpublikum 1916 im Jahr der Skagerrak-Schlacht eigentlich auf der Leinwand etwas erfahren konnte vom Kriegsgeschehen auf See. Das ist nämlich ein ganz typischer Film in dieser Hinsicht. Gut, dabei will ich es aber auch belassen und kommen wir zu Philipp Stiassny. Eben habe ich ihn schon gesehen. Jetzt sehe ich ihn gerade nicht mehr. Ach, da sitzt er. Ja, das ist hier im Licht ein bisschen schwierig. Philipp Stiassny hat Literaturwissenschaft studiert, Geschichte und Kunstgeschichte in Freiburg, Edinburgh und Berlin. Hat dann an der HU Berlin promoviert mit einer filmhistorischen Arbeit über das populäre Kino in Deutschland und der Krieg 1914 bis 1929. Vor 10 Jahren, 10 Jahre ist das nun her, und wer sich mit der Filmgeschichte des Ersten Weltkriegs befasst, dem ist das Buch sicher ein Begriff, denn seitdem ist es zu einem Standardwerk avanciert in diesem Forschungsbereich. Und Philipp Stiassny hat auch schon hier fürs Haus einen wunderbaren Artikel für die Website geschrieben auf filmportal.de über das deutsche Kino im Ersten Weltkrieg. Wenn Sie sich dafür interessieren, kann ich Ihnen das nur sehr ans Herz legen. Oh, bin ich zu leise? Oh, Verzeihung. Nach der Doktorarbeit folgten die üblichen Postdoc-Wanderjahre mit Lehraufträgen an der FU Berlin und der Universität der Künste in Berlin. Zugleich war Herr Stiassny wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Historischen Museum und Redakteur der filmhistorischen Zeitschrift Filmblatt. 2012 bis 2014 hat er als wissenschaftlicher Mitarbeiter im deutsch-französischen Forschungsprojekt der Oberrhein im Gebrauchsfilm mitgewirkt an der Uni Heidelberg und ist nun seit 2014 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Filmmuseum Potsdam und zugleich an der Filmuniversität Babelsberg. Und damit, Herr Stiassny, ja, bitteschön, der Floor ist yours. Ich sehe Sie auch ganz schlecht hinten, aber geben Sie mir doch einfach ein Signal mit der Hand, ob Sie mich gut hören jetzt. Ich sehe kein Signal, aber gut. Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Herr Bründel, Herr Schirmann, vielen Dank für die freundlichen Worte. Warum zeigen wir diesen Film heute Abend? Die versunkene Flotte aus dem Jahr 1926. Vielleicht erstmal die Frage, warum wurde dieser Film überhaupt 1926 gemacht? Was ist der Kontext? Was sind die Entstehungsbedingungen dieses Films? Eine ganz einfache Antwort könnte einfach sein: Warum treffen wir uns heute hier? Weil 100 Jahre
die Skagerrak-Schlacht vorüber ist, also zu einem Gedenkjahr. Und genauso war das auch 1926. Damals war die Skagerrak-Schlacht 10 Jahre her. Und das war auch ein Grund, nicht nur für diesen Film, sondern auch verschiedene andere Filme. Die deutsche Filmindustrie Mitte der 20er Jahre ist durchaus bestimmt von wellenartigen Entwicklungen, also wenn ein bestimmtes Thema, ein bestimmtes Genre gut gegangen ist, dann wurden davon auch gleich mehr Filme gemacht. Mitte der 20er Jahre waren Kasernenhofkomödien und Marinefilme durchaus in. Wobei Marinefilme durchaus nicht immer Filme über den Ersten Weltkrieg sein mussten, sondern auch über das Leben an Bord, die Ausbildung und dergleichen. Kasernenhofkomödien waren oft gemacht nach populären Komödien aus der späten Kaiserzeit. Die wurden also wieder aufgegriffen und durchaus nicht aktualisiert. Aber selbstverständlich war die Masse an Uniformen, die in diesem Film zu sehen war, doch etwas, worüber sich vor allem Liberale und Sozialdemokraten und Kommunisten natürlich auch sehr, sehr echauffiert haben, weil sie das als im Grunde eine monarchistische Propaganda betrachtet haben. Also kurz und gut, Mitte der 20er Jahre fängt mit diesen im Grunde recht harmlosen Marine- und Kasernenhofkomödien eine Trendwende findet statt, hin zu Stoffen, die dann mit dem Krieg zu tun haben. Und in dieser Hinsicht ist der Film des heutigen Abends etwas Besonderes, weil er im Grunde der erste große Film ist, der sich mit einem tatsächlichen, einem authentischen Stoff des Ersten Weltkriegs befasst, eben mit der Skagerrak-Schlacht. Er kommt im Spätherbst 1926 in die Kinos. In der Produktion ist ja ungefähr seit Mai oder Juni. Dann taucht er in der Fachpresse auf. Ein ganz besonders wichtiger Film in diesem Jahr 1926, der mit der Marine zu tun hat und der sicher auch einen Grund gegeben hat, diesen Film zu machen, ist aber kein deutscher Film, ist auch kein Film über den Ersten Weltkrieg, sondern ist der weltberühmte russische Revolutionsfilm Panzerkreuzer Potjomkin, der im Jahr 1925 gemacht wurde und mit großem, großem Erfolg, aber auch mit großem, großem Presserummel dann in Deutschland gezeigt wurde. Vorangegangen war ein monatelanger Zensur. Fall Panzerkreuzer Potjomkin, das ist so der politische Film, nachdem sich alle anderen Filme mit politischen, kriegerischen, irgendwie öffentlichkeitswirksamen Stoffen, an dem mussten die sich messen lassen. Und deshalb finden wir auch in der Berichterstattung über diesen Film viele Vergleiche. Wenn wir ihn heute sehen werden, werden wir feststellen, dass diese Vergleiche doch vielleicht ein kleines bisschen krumm waren. Aber unabhängig davon ist dieser Film über die Skagerrak-Schlacht im Herbst 1926 der erste. Ganz kurz danach kommt ein noch deutlich populärerer Film in die Kinos über den Fall der Emden. Die Emden ist ein kleiner Kreuzer gewesen, der im Spätherbst 1914 quasi auf eigene Faust im Indischen Ozean Krieg geführt hat, also fernab von der deutschen Flotte und dabei verschiedene britische Kriegsschiffe versenkt hat. Kurz danach kommt ein Film über die U-9 Weddigen. Das ist eins der frühen U-Boote, die im Kanal britische Schiffe angegriffen haben in die Kinos. 1928, 29 gibt es einen Film über Scapa Flow, also über die Selbstversenkung der deutschen Flotte 1919. Es gibt einen britischen Film über die berühmten Schlachten von Coronel and the Falkland Islands. Das ist da weit unten in Südamerika, Chile und Argentinien. Der Film ist eigentlich eine britische Produktion, kommt aber dann auch in einer deutschen Version in Deutschland ins Kino. Also Filme über die Marine, über den Ersten Weltkrieg sind da durchaus keine Ungewöhnlichkeit. In diesem Zusammenhang ist auch immer zu fragen, ja, was sollen diese Filme? Und eine Antwort, die sich die Zeitgenossen auch darauf gegeben haben, sind im Grunde Monumente. Wir müssen diese Filme wie Denkmale verstehen. Denkmäler wie auch Friedhöfe. Wenn Sie mal in Nordfrankreich waren, werden Sie die massenhaften, die vielen, vielen Gräber sehen und gesehen haben. Für die Marinetoten gibt es keinen Friedhof, an dem man trauern kann. Und so gesehen sind diese Filme, diese Reenactments, diese nachgestellten Filme auch verstanden worden als ein Denkmal. Das gilt nebenbei für alle diese Kriegsfilme aus dieser Zeit. Also ein Faktor, warum dieser Film gemacht wurde, ist sicher auch die Konkurrenz. Man wollte mit dabei sein, wenn es darum ging, Kapital aus den Feierlichkeiten und aus der Erinnerungspolitik zu schlagen.
Das ist jetzt nicht der erste Film über die Schlacht am Skagerrak. Es gibt nicht der erste aus der Nachkriegszeit. Es gibt einen britischen Film aus dem Jahr 1921 und aus dem gleichen Jahr stammt auch ein dreiaktiger deutscher Film, der auch überliefert ist. Eine Mischung aus eine Kompilation aus historischem Filmmaterial mit einer ganzen Menge Animationsmaterial. Dieser Film ist durchaus mit Prominenz aufgeführt worden. Also der Reichswehrminister und die Marineleitung waren damals auch anwesend. Ein Faktor in diesem Zusammenhang ist natürlich auch, wenn man 1926 über die Marine spricht, es gibt ja keine deutsche Flotte mehr in dem Sinne, wie es sie bis 1919 gegeben hat. Deutschland war zur Abrüstung verpflichtet, aber es gab immer den Wunsch, zumindest größere Schiffe zur Ausbildung zu haben. Und so spielt also der aktuelle Diskurs, wie bekommen wir das hin, im Bereich der Marine wieder konkurrenzfähig zu werden. So ist das der eine Aspekt und die Erinnerungspolitik ist der andere Aspekt. Eine wichtige Komponente in diesem Film ist dann auf jeden Fall auch die deutsch-britische Rivalität, aber zugleich auch die Zuneigung in diesem Film. Das werden Sie sehen, das brauche ich gar nicht groß auszuführen. Ein Aspekt, der mich bei dieser Sichtung dieses Films immer besonders interessiert hat und ich würde Sie einladen, da auch besonders darauf Acht zu geben. Kriegsfilme kommen in dieser Zeit fast nie aus ohne eine Nebengeschichte und in diesem Fall ist es eine melodramatische Nebengeschichte, also eine Frau steht zwischen zwei Männern, mehr brauche ich da gar nicht zu sagen, aber achten Sie mal darauf, ist das eigentlich eine Geschichte aus der Perspektive der Frau, die sich jetzt zwischen den Männern entscheiden muss, ist das nicht vielmehr eine Geschichte der Männer, die mit ihrer Männlichkeit nicht klarkommen? Also ich würde dafür argumentieren oder Sie zumindest ermuntern, das mal als ein Male Melodrama zu sehen, als ein männliches Melodram, in dem die Männer, also schauen Sie mal auf die Körperhaltung, die Blicke, das hat natürlich auch was mit dem Schauspielstil der Zeit zu tun, wie die agieren, das sind im Grunde recht schwache, gar nicht kernige, nicht wettergegerbte Gesichter und Männer, das ist schon sehr auffällig. Das hat auch die Kritik sehr deutlich bemerkt. Also, dass in den Nebenrollen durchaus authentischere Figuren sind als in den Hauptrollen. Eine wichtige Frage, da es ja eine historische Veranstaltung heute ist, was sehen wir denn? Ich habe gerade gesagt, wir sehen die versunkene Flotte, stimmt aber nicht. Der Film Die versunkene Flotte ist 1926 produziert worden. Er kam 1926 in die Kinos, er kam auch zum Beispiel in Frankreich in die Kinos. In England kam er nicht in dieser Version in die Kinos. Das Kuriosum ist eingetreten, dass 1928 eine zweite Version dieses Films gemacht wurde, also etwas umgeschnitten mit durchaus signifikanten Änderungen. Und dieser Film heißt »Wenn Flotte gegen Flotte steht«. Auch von diesem Film ist keine Kopie überliefert, genauso wie von der versunkenen Flotte. Was überliefert ist, ist die britische Version dieses zweiten Films, When Fleet Meets Fleet, den werden wir heute sehen. Es handelt sich also um die englische Fassung einer bearbeiteten Fassung eines deutschen Films von 1926. Klingt kompliziert, ist auch kompliziert. Und das ist umso komplizierter, als wenn wir die Zensurunterlagen uns anschauen, der verlorenen Fassung von 1928, können wir genau sehen, welche Zwischentitel in der deutschen Fassung drin waren, was der Wortlaut war. Und wenn wir das mit der Fassung von heute vergleichen, werden wir zu 90% oder so Übereinstimmung finden. Wir können hoffen, dass auch die Bilder, die da eingeschnitten waren, übereingestimmt haben. Aber es gibt signifikante Änderungen und das betrifft vor allem das Ende. Wenn Sie jetzt Spoiler befürchten, halten Sie sich für 3 Sekunden die Ohren zu. Es gibt in diesem Film eine weibliche Protagonistin, Erika heißt sie. Die wird in dieser englischen Fassung, die wir gleich sehen, zu einer Frau, die im Grunde aus England stammt, also die mit einem Deutschen verheiratet ist. Und deshalb sehen wir etwas, was wir auch in dem Vorfilm hatten, die Rückkehr nach England. Das ist in diesem Fall dann eben auch die Rückkehr der eigentlich englischen Heldin zurück in ihr Vaterland. Das ist in der deutschen Fassung des Jahres 1928 nicht der Fall gewesen. Der Film Die versunkene Flotte basiert auf einem durchaus populären Roman des Schriftstellers Helmut Lorenz.
Den können Sie auch sich antiquarisch noch anschaffen. Der wurde damals vorpubliziert in der täglichen Rundschau, eine ziemlich rechtsstehende Zeitung. Helmut Lorenz war auch Zeitzeuge. Er war damals Kommandeur eines U-Bootes, des U-Bootes U-48 oder UC-48. Und nicht zufällig finden Sie eine Episode über die UC-48 und deren Selbstversenkung auch in diesem Film. Dieser Nebenplot ist quasi authentisch. Ansonsten gibt es eine ganze Menge Fiktionalisierung, selbstverständlich. In diesem Roman von Helmut Lorenz und auch im Film dreht sich vieles um so Ehrenkodizes, um Ritterlichkeit, also bei diesen Marinern, speziell bei den Offizieren, deutlich weniger bei den Mannschaften. Es geht um Selbstopfer und Terrorismus. In dieser Hinsicht ist das ein Film, der komplett auf der Linie nationalistischer Deutungsmuster liegt. Auf der anderen Seite oder gleichzeitig hat er aber auch merkwürdigerweise völkerversöhnende Tendenzen. Also er will die Rivalität zwischen Deutschen und Engländern durchaus nicht nutzen, um dann zu sagen, die Deutschen sind besser als die Engländer. Wäre ja auch in einem Film, der dann nach England exportiert wird, etwas verwunderlich. Vielleicht noch ein Wort zum Regisseur dieses Films, das ist Manfred Nohr. Er ist überwiegend vergessen, war damals ein durchaus prominenter und angesehener Regisseur. Manfred Nohr ist eigentlich vor allem bekannt für ein paar Monumentalfilme, die er damals in München gedreht hat. München war damals sowas wie die zweite Filmhauptstadt in Deutschland. Monumentalfilme, die in der Antike gespielt haben. Und der eine von diesen Filmen, der ist auch auf DVD veröffentlicht worden mittlerweile, Nathan der Weise heißt er, 1922, ist der Film, oder sind wir beim Thema von Herrn Nowak, der den ersten großen antisemitischen Filmskandal provoziert hat. Manfred Nohr, selbst jüdischer Herkunft, hat also einen Film, der zur Toleranz aufruft, gemacht. Und dieser Film wurde zum Anlass genommen, von der Münchner NSDAP 1922 Kinobetreiber zu bedrohen, die diesen Film zeigen wollten. Die Filmbranche hat sich dann leider da auch nicht als besonders widerständig erwiesen. Das ist nicht der einzige Film, also Die versunkene Flotte ist nicht der einzige Film von Manfred Nohr, der sich mit dem Krieg befasst. Es gibt noch einen Film von 1919 bereits und einen anderen, einen Heimkehrerfilm, auch aus dem Jahr 1926, Der Mann aus dem Jenseits. Beide Filme sind nicht überliefert, so wie das leider für sehr, sehr viele Filme gilt, die mit dem Ersten Weltkrieg zu tun haben. Wir sprechen also auch immer irgendwie über Phantome. Wir haben die Klassiker, die sind überliefert. Das, was in der zweiten Reihe oder die B-Filme, da ist unsere Kenntnis fast immer nur auf sekundäre Quellen gestützt. Und ich möchte mit einer sekundären Quelle enden. Einem Auszug aus einer Rezension des Films Die versunkene Flotte von 1926. Da heißt es in der wichtigsten deutschen Filmzeitung, der Filmkurier, ich zitiere, die Manuskriptverfasser sind gute Geschäftsleute gewesen. Sie wussten auf nationalistischen Rummel und Heldenverehrung und forschen Kommiston, fliegen heute in Deutschland, 8 Jahre nach der Revolution, immer noch sehr viele Menschen. Mit ihrer Zahl haben sich die Fabrikanten früherer Militärfilme begnügt. Hier hat man weitergerechnet. Gibt es nicht so etwas wie Pazifisten in Deutschland, Leute, die von Menschenmorden genug haben und für Völkerversöhnung sind? Nur für diese Leute einen Film zu machen, das wollte man anscheinend nicht recht wagen. Also schuf man einen Kompromiss, produzierte den militaristischen Pazifistenfilm oder den pazifistischen Militärfilm. Das ist das Zitat aus dem Filmkurier und ein zweites Zitat aus einer auflagenstarken Berliner Tageszeitung, der Berliner Morgenpost. Ein Seekriegsfilm, von Potjomkin angeregt, aber nicht, um dem Russischen ein gleichwertiges deutsches Kunstwerk gegenüberzustellen, sondern mit der offensichtlichen Absicht, dem Eindruck, den jener hinterlassen, propagandistisch entgegenzuwirken. Darum werden in eine belanglose Liebesaffäre unter Marineoffizieren, die von Willy Rath und Margarete Lange nach einem Roman von Helmut Lorenz dann ausgewalzt ist, heroische Episoden aus dem Weltkrieg zur See eingenistet. Das ist jetzt ein Verriss. Wir machen uns jetzt selber ganz
frei davon und schauen uns diesen Film an, der, wie gesagt, in einer englischen Kopie überliefert ist. Und damit das gelingt, damit dieses Male Melodrama überhaupt wirken kann, also die Emotionen angesprochen wird, brauchen wir natürlich nicht nur einen Film, wir brauchen auch Futter für die Ohren. Und ich bin sehr glücklich, dass wir heute mit Uwe Oberg einen kundigen Stummfilmmusiker dabei haben, der uns diesen Film nicht nur für die Augen, sondern auch für die Ohren aufbereiten wird. Ich freue mich sehr darauf. Begrüßen Sie mit mir Uwe Oberg.